Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben mir steht Andreas Wortmann. Er ist Geschäftsführer der M&W Central Europe GmbH, einem Unternehmen der weltweit aktiven M&W Group. Herr Wortmann, Ihr Unternehmen plant und realisiert prozesstechnische Anlagen. In welchen Branchen ist Ihr Unternehmen aktiv? Die M&W Group ist ein internationales Unternehmen in der Hightech-Anlagenplanung und im Anlagenbau mit den Schwerpunktbranchen Halbleiter und Elektronik, Energie, aber insbesondere im Life-Science-Bereich und auch in der Chemie. Von der Planung bis zur fertigen prozesstechnischen Anlage ist ein weiter und zum Teil auch ein recht komplexer Weg zurückzulegen. Welches Dienstleistungsangebot machen Sie Ihren Kunden? Wir haben ein umfassendes Leistungsangebot. Dieses reicht von sehr, sehr frühen Phasen während der Investitionsentscheidung bei der Erstellung von Konzeptstudien über die integrierte 3D-Planung in komplexen Anlagen bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung von Projekten. Das Besondere ist dabei, dass wir durch unsere internationalen Projektteams in der Lage sind, den Kunden engmaschig während aller Phasen bis zur fertigen Übergabe und dem Commissioning-Prozess zu begleiten. In Ihrem Geschäft spielen Projektlaufzeiten eine extrem wichtige Rolle. Ich las, dass Sie selbige um 25-30% verkürzen können im Vergleich zu einer konventionellen Projektabwicklung. Herr Wortmann, wie gelingt Ihnen diese für Ihre Kunden sicherlich sehr wichtige Zeitverkürzung? Dazu gibt es zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist das Vertragsmodell und das andere ist die Modularisierung und Standardisierung im Designprozess. Bei den Vertragsmodellen können wir zum Beispiel durch das Anbieten von Open-Book-Modellen schon frühzeitig mit der Ausführung beginnen. Bei der Standardisierung und Modularisierung haben wir entsprechende Layouts vorbereitet oder können durch ein Extended Basic Design diese Phase extrem verkürzen. Diese Prozesse und dieser Ansatz wird bereits bei mehreren Vorhaben in Deutschland oder auch international umgesetzt, wie zum Beispiel bei dem Bau von Krankenhausapotheken, bei dem Bauen von Laboren oder auch bei ganzen pharmazeutischen Produktionsanlagen. Projektlaufzeiten sind wichtig, Projektkosten sind wichtig, aber ein viel größeres Thema, das die Prozesstechnikbranche gegenwärtig beherrscht, ist das Thema Industrie 4.0. Herr Wortmann, wie verändert dieses Zukunftsthema bereits heute die Geschäfte Ihres Unternehmens, das ja auf dem Gebiet der Planung und Realisierung von Großanlagen tätig ist? Unsere Mitarbeiter erfahren eine erhebliche Veränderung in der Gesellschaft durch dieses Thema Industrie 4.0, Internet der Dinge, Angebote etc. Aber auch das tägliche Leben hat sich bei uns während dieser Arbeitsprozesse verändert. 5D-Planung, BIM-Modelle, Simulationsprozesse ermöglichen uns, unseren Kunden schon frühzeitig Anlagen zu optimieren, Fertigungsprozesse zu planen, aber auch diese neuen Aspekte in ihre eigenen Planungen mit einzubinden. Wir haben schon sehr früh über unsere Halbleiterbranche diese Erfahrung machen müssen bei der Erstellung von Chipfabriken. Wir wenden diese Erfahrung branchenübergreifend für alle unsere Kunden an und sind damit eigentlich jetzt schon bereit, unseren Kunden dieses Angebot umfassend anzubieten und freuen uns natürlich, dort als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Herr Wortmann, Sie sprachen immer über Ihre Erfahrungen in der Halbleiterindustrie. Profitieren von diesen Erfahrungen beispielsweise Ihre Kunden in der Life-Science-Industrie? Als führender Anbieter von Life-Science-Leistungen in der Prozessindustrie versuchen wir jederzeit für unsere Kunden das optimale Leistungsangebot zu bieten. Dazu gehört natürlich selbstverständlich, dass wir diese Erfahrung aus dieser sehr wichtigen Branche auch auf den Life-Science-Bereich übertragen. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr erfolgreichen Weg, unsere Kunden auch zukünftig mit dem Thema Industrie 4.0 zu begleiten. Herr Wortmann, vielen Dank für das Interview.